Mein Name ist Andreas Altmann. Ich habe eine Website, die Adresse ist andreas-altmann.com. Auf dieser Website habe ich alle diese Berufe aufgelistet, in denen ich versagt habe. Das soll denen, die die Website anschauen, Mut machen und ihnen sagen, dass man schaut, wie viel man nicht können kann und trotzdem noch da ankommen an einem Beruf, der einem Freude macht. Ich habe vor ungefähr 20 Jahren angefangen als Reporter für Magazine, für alle großen deutschen Magazine, auch für ausländische. Ich habe vor über 50 Sachen für Geo geschrieben. Irgendwann, auch aufgrund von ewigen Auseinandersetzungen mit Textchefs, die natürlich darauf achten, dass nichts in den Reportagen steht, was irgendeinen Oberlehrer in Hinterpfulteife dazu veranlassen könnte, das Abo von Geo abzubestellen. Aufgrund dieser Auseinandersetzungen und der Einsicht, dass irgendwann die Zeit der bunten Heftchen vorbei ist, habe ich angefangen, Bücher zu schreiben. Das ist jetzt, was ich werde vorstellen, mein 12. Buch, Sucht nach Leben, Geschichten von unterwegs. Ich lebe in Paris. Ich bin weder Frankreich-Spezialist noch französische Sprache-Spezialist, aber ich möchte da leben, wo es schön aussieht. Außerdem mag ich, wenn der Wind geht und wenn es international, wenn ich in meinem Café sitze, und das Café ist völlig normal, aber dort sind die Gelben und die Schwarzen und die Grünen und die Roten kommen zusammen und der arabische Gemüsehändler und der jüdische Fleischhändler sind da. Also, das ist der Grund. Ich werde dann eine Geschichte vorlesen, die erklärt, warum mir nichts mehr anderes übrig blieb als schreiben. Böse Menschen sagen, nicht einmal das kann ich. Ich mache trotzdem weiter. Ich habe Glück gehabt. Es ist ein einsames Geschäft, weil es niemanden gibt, der einem helfen kann. Nur hinterher, man ist ja nie mit einem Buch fertig, sondern man lässt das Buch los, weil man eine Deadline hat, weil man einen Vertrag hat, weil man die Hälfte des Geldes vom Verleger schon bekommen hat. Und weil man hinterher, wenn das Buch dann gedruckt ist, denkt man sich, verdammt, diese Stelle, da hätte ich noch ein ganz kleines Wort weglassen können, da hätte ich noch ein bisschen besser formulieren können. Aber es ist so, es muss raus. Und ich möchte Ihnen jetzt die Einleitung von diesem Buch vorstellen, damit der Ton gesetzt ist, in welche Richtung es geht. Es besteht aus 61 Geschichten und die Einleitung, das Vorwort, geht folgendermaßen. Ein gewisser Simeon Stylitis, etwa 390 nach unserer Zeitrechnung geboren, saß 37 Jahre auf einer Säule. Von dort schrieb er Briefe und Reden, bis er am 2. September 459 starb. Heute ist er vergessen und doch in aller Munde. Der asketische Sonderling erfand die Kolumne, von lateinisch columna, Säule, und gelangte somit für immer unsterblich in unseren Wortschatz. Der Mann war klug genug und kam ein halbes Leben lang mit 1-2 Quadratmetern aus. Dadurch unterscheidet er sich von einem Reporter neuerer Zeiten. Der scheint weniger klug, weniger wissend. Braucht er doch die ganze Erdkugel, um den Stoff zu finden, von dem er anderen erzählen will. Dennoch, das Verzichten des Sonderliche, das haben der Säulenheilige und die Weltreisenden gemeinsam. Immer still sitzen und den Kopf nach eigenen Gedanken ausleuchten, scheint so anstrengend wie immer den Ranzen zu schnüren und loszujagen. Auf seltsame Weise, so ist zu vermuten, treibt sie dieselbe Sehnsucht, die Sucht nach Leben, nach Intensität. Ja, die schöne, wahnwitzige Idee, etwas zu erfahren vom Allerlei der Welt. Der eine aus der Vogelperspektive in 18 Metern Höhe, der andere in Augenhöhe mit allen, die ihm begegnen. Anführungszeichen unten, jeder Mensch ist mein Niveau. Anführungszeichen oben, hörte ich einmal einen amerikanischen Schriftsteller sagen. Das ist ein bravouröser Satz, er ist vollkommen wahr. Zuerst ist der Untertitel dieses Buches nicht Geschichten von unterwegs, sondern Anschläge von unterwegs. Ein kleines Wortspiel.
Anschlag als Tippen auf der Tastatur und Anschlag als Attacke auf andere. Nicht auf ihren Leib und ihr Leben, doch auf ihre Gedanken und ranzigen Gewohnheiten. Ein Buch als Störenfried, um die Friedhofsstille in unseren Köpfen zu verscheuchen, um uns wieder an die Idee ewiger Wahrheiten, um uns wieder an den Witz ewiger Wahrheiten zu erinnern, um uns einzubläuen, dass uns nichts anderes sicher ist als dieses eine Leben. Wie sagt es Franz Kafka? Ich glaube, man sollte überhaupt nur solche Bücher lesen, die beißen und stechen. Nun denn, wir anderen Schreiber, die nie Genie waren und nie eins werden, müssen uns bescheiden. So habe ich nur einen Teil von Sucht nach Leben mit dem Presslufthammer geschrieben. Die andere Hälfte soll verzaubern und wieder vom Reichtum der Welt erzählen. Von den wunderbar wunderlichen Versuchungen und Belohnungen, die sie für jeden Welthungrigen bereithält. Schreiber und Leser als Goldgräber und Schatzjäger. Und die Sprache als Mittler, als Verbündete zwischen allen, die hungern und dürsten. Dabei könnte uns ein zweites Genie beistehen, Miguel Cervantes, der Verfasser des Don Quixote. Doppelpunkt. Die größte Dummheit scheint, das Leben so zu sehen, wie es ist und nicht, wie es sein sollte. Noch etwas, damit kein Missverständnis verstört. Der Autor ist keine moralische Anstalt, kein gutes Beispiel. Nichts schläfert erfolgreicher ein als Moralpredigten, weil sie voraussehbar sind, nie überraschen. So schreibe ich zuallererst für mich, um die eigenen Hohlstellen, Übel und Feigheiten zu entdecken, ja auszuhalten und, wenn irgendwann genug Entschlossenheit vorhanden, zu überwinden oder zu lernen, die Niederlagen hinzunehmen. Ich schreibe, ich lese. Sprache, die eigene oder die fremde, soll mir helfen, nicht aus der Welt zu fallen.